Es wird der grösste Politanlass, den Basel je gesehen hat. Das Ministertreffen im Dezember von der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Schon heute und morgen findet im Rathaus ein kleines Forum statt, um die Bevölkerung für den Grossanlass zu sensibilisieren. Friedliche Klänge heute Nachmittag im Saal vom Grossen Rat. Friede, das ist auch das Ziel der OSZE. Auf Einladung vom Regierungspräsident Guy Morin und vom Basel Peace Office sind Bürgermeister, Abgeordnete und Akademiker aus der ganzen Welt auf Basel gekommen. Ein Anlass, der als Vorveranstaltung zum grossen Politgipfel gedacht ist. Wir haben gefunden, es ist ganz wichtig, dass auch die Basler Bevölkerung oder die Bevölkerung in der Schweiz weiss, was die Konferenz für Zusammenarbeit in Europa für eine Bedeutung hat. Man weiß viel zu wenig darüber. Man ist eigentlich eine Friedenskonferenz oder eine Friedensorganisation. Die dort in Basel zu beherbergen kostet einiges. Die Stadt zahlt 2,8 Millionen Franken an Politgipfel im Dezember. 200'000 Franken zusätzlich sind gedacht für Parallelveranstaltungen für Nichtregierungsorganisationen oder die Bevölkerung. So wie die heute und morgen im Rathaus. Das Thema ist die atomare Abrüstung. Zu Gast unter anderem der Richard Tuhayeva aus Französisch-Polynesien. Er sitzt sonst im französischen Parlament. In seiner Heimat hat Frankreich zwischen 1966 bis 1996 193 Atomwaffen getestet. Die Auswirkungen seien verheerend. Many places are still prohibited to visit, even for elected. Ein Haufen Orte auf den Inseln sind immer noch gesperrt, sogar für gewählte Politiker wie mich. Und es hat immer noch Plutonium im Wasser von der Lagune. Die Gefahren und Risiken für die Nachbarinseln und die Bewohner sind immer noch unglaublich gross. Around, which really puts our population and inhabitants of the atolls in the neighborhood into danger. Das Thema atomare Abrüstung wird an der Konferenz im Dezember nicht besprochen. Dort redet der Außenminister über andere Aspekte. Für die Basler Bevölkerung wird dann vor allem eins sichtbar, ähnlich wie 1997 am Zionistenkongress. Hunderte Polizisten und rund 3'000 Soldaten im Einsatz. Paradoxe Verhältnisse für eine Friedensorganisation. Zum Frieden gehört auch der Schutz. Und die Außenminister, die müssen natürlich geschützt werden. Und da braucht es Sicherheitsmaßnahmen. Aber da kann ich Ihnen garantieren, dass die so gering wie möglich werden sein und dass die Bevölkerung wirklich nicht belästigt wird. Es ist klar, dass der Standort, Messeplatz, der wird während 2-3 Tagen gesperrt sein. Welche Außenminister im Dezember tatsächlich nach Basel in die Messe kommen, sei noch nicht klar. Die Außenminister, die entscheiden in letzter Minute, je nach Tagesaktualität, ob sie teilnehmen. Aber man hat das Gefühl, auch das EDA, auch der Bundesrat hat das Gefühl, dass die Aktualität in der Ukraine, in Syrien, in Irak, je nachdem dazu führt, dass wirklich die Konferenz sehr bedeutend sein wird. So friedlich und beschaulich wie bei der Vorveranstaltung im Rathaus dürfte es dann nicht mehr sein, wenn über 50 hohe Minister für eins der grössten Polizei- und Militäraufgebote sorgen, wo Basel je gesehen hat.